Ja, schönen guten Morgen. Wir wollen heute Pulled Pork machen. Das ist eine Spezialität aus Südamerika. Da geht es darum, Fleisch sehr, sehr langsam zu garen, über eine ganz lange Zeit, sodass es wahnsinnig mürbe wird. Man kann es hinterher mit den Gabeln wirklich so auseinanderziehen, also pullen. Und das Besondere daran ist dann wirklich auch der Geschmack. Obwohl es so gar ist und so zart ist, ist es trotzdem noch saftig und sehr aromatisch. Ich will in diesem kleinen Video zeigen, welche Garmethoden man anwenden kann, wie man sich das einfach machen kann, was man beim Fleisch berücksichtigen muss und ganz zum Schluss wieder die Zusammenfassung, damit ihr das zu Hause problemlos weitermachen könnt. Viel Spaß dabei! So, man sieht jetzt hier den Garaufbau und zwar auf der linken Seite. Das ist ein Schweinenacken, in diesem Falle mit Knochen habe ich ihn gewählt. Was genauso gut funktioniert, ist auch eine Schweineschulter mit Knochen. Das kann man machen, wie man möchte. Ich bin aber auf jeden Fall ein Freund, bei diesen Geschichten mit Knochen zu arbeiten. Der stört hinterher nicht. Es fällt eh auseinander, das Fleisch, aber es bleibt aromatischer und geschmackvoller. Dann sieht man daneben eine Schale. Die sieht auch schon ein bisschen beansprucht aus. Das ist ein Gemisch aus Apfelsaft und Wasser in diesem Fall. Man kann auch sehr schön Cola-Wasser oder Cola-Apfelsaft-Gemisch machen. Da geht es einfach darum, dass man in dem Garraum, ich werde gleich den Deckel schließen, wirklich eine recht hohe Luftfeuchte erreicht, damit das Fleisch nicht unnötig austrocknet. Und man sieht jetzt auf der rechten Seite, das fängt schon an zu qualmen, das ist meine Räucherbox. In diesem Fall ist Buchenholzmehl drin. Da kann man aber sicherlich auch alles andere nehmen, Hickory und was es da so gibt zu kaufen. Es geht also darum, am Anfang, das muss man auch wirklich betonen, am Anfang das Fleisch zu räuchern. Ich weiß, es gibt viele andere Videos, die da stundenlang drauf rumräuchern und zum Schluss drauf rumräuchern, aber Fakt ist, wenn das Fleisch einmal das Eiweiß außen herum geronnen ist, dann nimmt es sowieso keinen richtigen Rauchgeschmack mehr an. Das Einzige, was man erreicht, ist, dass sich die ganzen Teerstoffe außen absetzen und dass es einfach bitter wird. Macht es nicht. Räuchern immer am Anfang. Temperaturen, und das ist jetzt das Wesentliche, sollten im gesamten Bereich dieser 12 Stunden um die 115 Grad sein und das auch wirklich möglichst konstant. Beim Räuchern selber jetzt ist es sogar schöner, wenn es sogar noch niedriger ist. Also wenn ihr da irgendwo so 80 Grad hinbekommen könnt, ist es schön. Viel mehr als 100 sollte es auf keinen Fall sein. Je weniger an Temperatur ist, umso weniger Bitterstoffe entstehen. Das tut dem Fleisch nur gut. Das, was man jetzt hier so sieht, kann man auch ganz anders machen. Entscheidend ist, dass die Parameter eingehalten werden. Ihr könnt einen Holzkohlegrill nehmen. Ich habe hier, habt ihr vielleicht eben gerade gesehen, links hier auch einen stehen. Das ist hier übrigens unsere Versuchsgrillküche. Wir testen hier alle verschiedene Dinge, die wir euch empfehlen. Ob ihr das jetzt so macht, ob ihr das mit Holzkohle macht, ob ihr einen Ring legt, euch eine fertige Räucherbox kauft, das ist ganz egal. Es geht wirklich darum, 115 Grad, möglichst konstant über 12, 13 Stunden am Anfang zu räuchern und eine hohe Luftfeuchtigkeit in einem geschlossenen Raum zu bekommen. Und ein Tipp dabei, wenn ihr das zu Hause macht und natürlich einen Backofen habt, das kann man hinterher auch sehr schön im Backofen weitergaren. Das heißt, dieses Räuchern vielleicht eben auf dem Grill machen, auf dem Kugelgrill und danach konstant im Backofen weitergaren. Auch wieder ein Blech rein, auch wieder Wasser rein, immer das gleiche Spiel. Aber den Backofen auch bitte mal nachmessen. Das zeige ich euch nachher sowieso nochmal eben. Bitte nachmessen, ob er wirklich 115 Grad hat, weil das stimmt in der Regel bei den Haushaltsbackofen nicht. Stellt es einfach so ein, dass wirklich 115 Grad im Garraum sind. Ja, und im Wesentlichen mache ich jetzt hier nichts anderes. Ich mache einen Deckel zu und warte ab. Achso, noch ein Wort zur Würzung. Das Fleisch selber habe ich eingelegt in einem Kochsalzgemisch über Nacht, damit es auch von innen vernünftig durchzieht. Wenn ihr sowas bei uns bestellen wollt im Laden, sagt einfach wie küchenfertiger Braten, dann wissen die Bescheid. Da hat man dann schon mal ein bisschen Geschmack auch wirklich ins Fleisch reinbekommen. Jetzt ist entscheidend, dass man von außen auch ein Gemisch aus aromatischen Dingen bekommt und auch süßlichen. Fangen wir mal mit dem Aromatischen an. Dieses hier ist unser grobes Fleischsalz, was ihr bei uns im Laden kaufen könnt. Da seht ihr auch diese Schale. Ein Gemisch aus reinstem Meersalz, Zwiebeln, Knoblauch und gestoßenen Pfeffer. Alles sehr harmonisch abgestimmt. Damit macht ihr nicht nur nichts verkehrt, sondern damit würzt ihr diese Sachen wirklich perfekt. Ich habe es von außen nur mit Öl ein bisschen eingepinselt, reichlich aufgetragen und das war's. Die Süße erreichen wir nachher in den nächsten Schritten. Das zeige ich euch dann mal nach ein paar Stunden, wenn wir anfangen, das von außen einzupinseln mit einem Gemisch aus Barbecue-Soße und Cola. Ja, das war's soweit. So, jetzt sind ungefähr 6,5 Stunden Garzeit rum. Auf dem Video kann man es vielleicht nicht richtig sehen, aber
Hier an der Seite ist jetzt ein Thermometer, das habe ich vorhin mal reingesteckt, das einmal die Kerntemperatur mitten im Fleisch misst, das zeige ich gleich nochmal eben, und auch wie warm es hier drin ist. Und da sieht man auch schon die Abweichung, das Weber-Thermometer, was schon wirklich genau läuft. Das ist jetzt hier ungefähr so bei 130 Grad, wirklich sind es aber dann halt eher 110 Grad, also 111 hat es eben angezeigt, ziemlich nah da, wo wir sind. Es ist natürlich auch ein Unterschied in der Höhe des Raums, wo gemessen wird, die warme Luft ist natürlich aufgestiegen, aber man muss halt so ein bisschen messen. Was ich jetzt anfange ist, also wir haben eine Kerntemperatur von 76 Grad, also da, wo so ein Braten eigentlich fertig ist. Wir wollen ja aber Pulled Pork machen und keinen Schweinebraten. Und ab diesem Zeitpunkt geht es eigentlich los, dass man es immer schön einpinselt. Ich habe da auf der rechten Seite ein Gemisch gemacht aus einer Barbecue-Soße und Cola. Kann man auch anders machen. Es soll halt so ein bisschen aromatisieren und vorm Austrocknen schützen. So, ich habe auch in der Zwischenzeit den Deckel gar nicht weiter aufgehabt. Ich habe einmal halt, wie gesagt, das Kerntemperometer direkt in die Mitte des Fleisches gesteckt. Da ist es wichtig, dass die Spitze wirklich im dicksten Stück ist. Und halt den Fühler reingelegt, um die Garraumtemperatur zu messen. Ja, ich werde das jetzt einfach schön einpinseln. Werde die Schale nochmal wieder auffüllen mit einem Gemisch aus Wasser und Apfelsaft. Wie ihr seht, ist das auch fast ganz verdampft in der Zeit. Das Räuchern hat natürlich schon lange aufgehört. Das war bloß ungefähr eine Stunde. Und jetzt werde ich das einfach wirklich die letzten Stunden so langsam weitergaren. Noch ein Wort dazu. Ich hatte es vorhin vielleicht vergessen. Ich bin angefangen mit Raumtemperatur. Das heißt, das Fleisch, das hatte ich schon einige Stunden vor der Zubereitung aus der Kühlung rausgeholt, sodass wir also schon im Kern 15, 16 Grad hatten. Wenn man das jetzt wirklich außer Kühlung rausholt, dann muss es natürlich sicherlich 3 Stunden noch mehr haben. Also irgendwo zwischen 10 und 15 Stunden wird sich das bewegen, je nach Beheizungsart und je nachdem, wie heiß das Stück oder warm das Stück schon im Inneren ist. Gut, ich pinsel das jetzt ein und werde dann als nächstes eigentlich nur noch zeigen, wie wir es essen. Ja, jetzt 15 Stunden später ist das gute Stück fertig. Man kann es auf dem Video vielleicht nicht so richtig sehen, das sieht sehr schwarz aus. Das ist aber nicht verbrannt, aber auch keine Angst haben. Durch dieses Einpinseln mit der Marinade ist es natürlich so, dass es ein bisschen karamellisiert. Also es ist nicht bitter und auch nicht irgendwie unangenehm. Und tatsächlich waren es wirklich 15 Stunden, also frühzeitig anfangen ist sicherlich das Richtige. Wenn ihr dann nicht genau wisst, wie lange ihr braucht, könnt ihr besser ein paar Stunden eher anfangen. Das kann man natürlich immer noch gut warm halten bei 80 bis 90 Grad. Ja, und dann wird es einfach mit 2 Gabeln auseinandergezogen. Ja. Das fällt schon von alleine raus. Man sieht, das ist also äußerst mürbe und was man natürlich auf dem Video nicht erkennt, da ist immer Glanz drauf und genau das macht es natürlich auch aus. Wir werden das gleich schön auseinanderzupfen. Wir werden das auf ein Brötchen legen und dann halt mit Krautsalat und ein bisschen Barbecue-Soße genießen. Meine Gäste im Hintergrund, die freuen sich gerade schon. Und klassisch wäre es aber, das ganze Ding zu zerreißen, mit Barbecue-Soße zu vermengen. Und ja, ich finde es schöner, wenn es selber, jeder selber macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und so gelingt es auf jeden Fall. Schönen Dank. Ja, und jetzt geht's einfach los. Ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Krautsalat ist drunter, ein schönes Brötchen. Zusammenklappen. Und